Jimmy. Robin means business. Race Home wird euch präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, realistische Simulationshardware. Sony PlayStation for the Players. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von Upt Sportsline. Keine Sorge, ihr seid hier richtig beim deutschen Stream von Race Home, dem fünften Lauf auf der Rennstrecke von Mount Panorama in Bathurst in Australien. Tom Christensen ist unser Co-Host für die englische Übertragung und Oliver Sittler wird euch alle Rennen mit deutschem Kommentar versehen und auch die wichtigsten Interviews für euch übersetzen. Mount Panorama Circuit, 6.213 kilometers long, particularly the drivers down there love it. The GT drivers have been there, plenty of them. There's a lot of wins from Audi there with the R8. It is technically a street circuit. It's fast. It's got 23 corners, many of them blinds. It's elevated between the highest point and the lowest point. It's 174 meters for the Audi Vision GT, the race home. Couldn't wish for a better circuit. I like to see the drivers get their hands on this great and unique track. Yes, I think it will be a very special race tonight here at Mount Panorama, a really iconic racetrack. We have Nico Müller leading the championship after his victory last time around in Interlagos, and also Audi Sport Team Upt Sportsline with Nico Müller and Robin Freins in P1 in the team's classification. Before we are heading into Q1, let's have a look at our race format and the latest news before the start of this race. Hashtag Race Home hat ein ganz besonderes Rennformat. Den Anfang machen drei kurze Qualifikationsrennen, nur die Sieger kommen direkt weiter in das Halbfinale. Alle anderen haben die Chance in Q4 sich ebenfalls für das Halbfinale zu qualifizieren, allerdings nur die besten drei. Sechs Fahrer dann im Halbfinale und dann geht es um die Wurst. Nur zwei qualifizieren sich für das Superfinale. In einer einzigen Runde wird anschließend der Sieger des Rennens ermittelt. Es ging ziemlich hoch her beim letzten Rennen in Interlagos. Entsprechend gab es viele gelbe Karten von Renndirektor Frank Pina. Und dreimal gelb bedeutet rot. Nach dem Sieg von Dries Vanthoor in Barcelona und Kelvin van der Linde's starker Vorstellung in Interlagos hat WRT diese Woche erneut einen starken Gastfahrer, Christopher. Für das Auktionsauto hat diese Woche Tabellenführer Nico Müller ein Design gestaltet. Stefan Laschow fehlt heute wegen anderer Verpflichtungen. Er wird durch Roland zum Sande vertreten. Nico Müller hat letzte Woche nicht nur das Hashtag Race Home Rennen gewonnen. Er dominierte auch die Läufe 7 und 8 der RCCO eSports Series in Fuji, bei denen es ziemlich hoch herging, vor allem bei den Starts. Das Prototyp-Museum hat seit letzter Woche wieder geöffnet und könnte bald Schauplatz des Saisonstarts der RCCO Slotcar Serie sein. Herzlich willkommen zum ersten von drei Qualifying-Rennen in New South Wales in Australien auf dem Mount Panorama Circuit. Mit dabei Andreas Schorr, Steffen Walter, Loic Duval, Jamie Green und Nico Müller, die sich jetzt um den Sieg in diesem Qualifying-Rennen streiten, weil nur der Sieger kommt weiter ins Halbfinale. Fünf Autos also aufgereiht. Auf Start und Ziel, leichter Frühstart von Delfino und ab geht's. Probleme bei Jamie Green. mine doesn't work. I didn't get any lights. Stuck on the grid. Ein Software-Bug verhindert den Start des DTM-Asses. Während wir auf Nico Müller schauen, den momentan Drittplatzierten.
Andreas Tschosch führt derweil das Rennen an. Läuft überall auf 2, macht da richtig Druck auf den Führenden. Auf Tschoschi. Auch Nico Müller ist im Kampf mittlerweile integriert. Vorgegangen auf die zweite Position. Tschosch zurück auf Platz 4. Loic Duval, jetzt der Führende. 2 Runden sind im Übrigen zu gehen auf den 6,213 Kilometern. Den 174 Metern Höhenunterschied. Dieser wunderschönen Rennstrecke in Australien. Da kommt der Angriff. Müller setzt sich durch. Der Schweizer jetzt vorbeigegangen am Franzosen, der unter Schweizer Flagge hier unterwegs ist. Der Softwareentwickler aus Langenfeld, Steffen Walter, mittlerweile zurückgefallen auf die 4. Position. Der Sieger im Design Contest. Loic Duval mit kleinem Fehler auf der Bergabpassage. Durch die S's. Und hier sind wir auf der Conrad Straight. Come on, come on. Going, going. Press that X. Windschatten spielt eine enorme Rolle hier. Saugt sich ran, Loic Duval, und dann gibt es eine leichte Berührung mit Nico Müller. Aber noch hat Nico die Nase vorn. Aber die Lücke ist zusammengeschrumpft auf nur wenige Meter zwischen den beiden Piloten hier an der Spitze. Überall in die zweite Runde. Den einen 1450 Kilo schweren Audi e-tron Vision Gran Turismo. 815 PS und 1000 Newtonmeter Drehmoment. Also da ist richtig Qualm an den Hinterrädern. 3 Motoren beschleunigen das Auto von 0 auf 100 in nur 2,5 Sekunden. An Bord bei Loic Duval und er drückt sich vorbei, zumindest neben Nico Müller. Neuer Führender damit. Move of the day. He saw the opportunity and went for it. Der hat die Tür offen stehen sehen und ist durchgesprungen. Aber Nico Müller lässt nicht lange auf sich warten. Die beiden nebeneinander über den Berg, wie Nico sagt. Leichte Mauerberührung von Loic Duval und das ist genau das, was die Strecke hier ausmacht. Nicht, dass sie eingefasst ist von diesen Betonmauern. Wenn so ein Fehler wird hier sehr schnell bestraft. Forest Elbow, so heißt diese Kurve, die uns wieder auf die Conrad Straight führt. Und jetzt geht's um die Entscheidung. Müller kommt aus dem Windschatten raus. Start, ne? Vorbei an Loic Duval, hat erstmal die Nase vorn. Oh, fuck. Grün-Weiß. Jetzt geht's auf The Chase, so wie diese Kurvenkombination, diese Schikane hier genannt wird. Aber da findet Loic Duval keine Möglichkeit, Müller hinter sich zu lassen. Geht um die letzte Kurve, Murray's Corner. Und ja, holt sich den klaren Sieg hier beim ersten Qualifying-Rennen auf dem Mount Panorama Circuit. Damit ist Nico Müller weiter. Also toll gemacht, Nico. Was ein tolles Eröffnungsrennen. Schöne Kämpfe mit Loic Duval. Ihr wart da ziemlich eng zusammen. Jamie Green hat überhaupt nicht teilgenommen. Er ist da am Grid hängen geblieben. Wie sehr hat es dir gefallen über
den Berg zu fahren. Ja, es ist natürlich schade, dass Jamie nicht mitmachen konnte. Aber ja, es wäre toll gewesen, nach dem Momentum von ihm im letzten Event, wäre er ein toller Herausforderer gewesen. Aber ich denke, Loic hat einen tollen Job gemacht auf dieser super anspruchsvollen Strecke. Es ist hier schwer, das Auto zwischen den beiden weißen Linien zu halten. So ein flüssiger, enger Streckenteil, der erfordert wirklich höchste Konzentration. Ja, es ist zwar virtuell, aber da ist überall der Staub geflogen und ich wünsche dir viel Erfolg. Thank you, Tom. Congratulations, Nico. Also from my side, another victory for the Swiss. And we have visited Nico Müller, who has become now a really star also in sim racing. Nico Müller, mehrfacher Rennsieger und Vizemeister der DTM 2019. Nun also Sim Racing. Der Schweizer startet nicht nur bei Hashtag Race Home, sondern auch bei der DTM Classics und der At Home Challenge der Formel E. Auch in der RCCO eSport Series war er schon als Gaststarter dabei. Obwohl Nico Müller im Simracing ein Rookie ist, hat er schnell gelernt. Er feierte Siege in der RCCO eSport Series und bei den DTM Classics und ist Tabellenführer bei Hashtag Race Home. Und für den werdenden Vater ist zu Hause etwas ganz Besonderes. It really feels like, you know, coming home, and it helps me settle down when I have days off and when I have time to spend with family and friends. And I really enjoy being here. I like to, you know, cycle around the lake. I like to spend time on the lake, and it's a place that gives me lots of peace. And you know, I can calm down. I can reflect on things and look forward to what the future brings. Und so schnell kann es gehen. Wir sind schon im zweiten Qualifying-Rennen. Diesmal mit dabei Christopher Hase, der Rasehase als WRT-Team Audi Sport VIP-Pilot. Just like in real life. Yeah. Robin, what are you paying? Man, not enough. Außerdem Thomas Vogt, Björn Skotke, René Rast und Robin Freins, der hier 2018 den Sieg bei den 12 Stunden von Bathurst im R8 geholt hat. Und ab geht's! Zwei Runden liegen wieder an. Zweimal die 6,213 Kilometer über dem Mount Panorama. Rasehase geht vorne weg im Carbon-schwarzen WRT. Audi e-tron Vision Gran Turismo. Und dahinter kappelt sich's ein bisschen zwischen René Rast, Robin Freins, Björn Skotke. Und etwas abgeschlagen dahinter der Slotcar-Rekordmeister Thomas Vogt auf der fünften Position. Robin Freins kommt aber ran an Christopher Hase, an den Führenden, setzt ihn gewaltig unter Druck und hat damit eine Lücke bereits aufgerissen auf den drittplatzierten René Rast, der von Björn Skotke dicht verfolgt wird. Unheimlich leise sind die Fahrer, aber da sieht man mal, wie anstrengend es ist, auch virtuell den Mount Panorama zu bezwingen. Und wir reinschauen bei Robin Freins, dem Verfolger von Christopher Hase. Tja, der ist da wirklich unter Druck. Aber was ein echter... Looks like there's less grip in comparison to the practice, no? Yeah, track is green. Dass er ein echter Profi-Rennfahrer ist, der lässt sich nicht so leicht aus dem Konzept bringen. Da geht's gerade noch. Freins leicht neben der Strecke, auch Hase, die beiden gleich auf, während wir bei Christopher Hase ins Auto schauen. Und damit hat sich schon die Führung gewechselt. Freins aus dem Windschatten den extra Schwung genutzt und den Führenden vorerst mal hinter sich gelassen. Aber er würde nicht Rasehase heißen, wenn er es jetzt aufgeben würde. Also, der bleibt dran, wartet auf seine Chance, um dann den Niederländer zu übertölpeln. Ja, sehr rutschig, sehr grün. Oh, nice Drift. Wie die Jungs sagen, schöner Drift von Freins, das sieht er aus der Logenperspektive. Platz 2. Sicherheitsabstand von ein paar Zehnteln, aber da kommt der Angriff auf der Bergaufpassage. Reicht erstmal noch nicht. Durch Quarry und dann Griffin's Mount.
the cutting, die enge Kurve, and Reed Park, Frog Hollow, Salmon Park, John Hinksman Vista. Bevor es dann reingeht in die S's auf der Streckengrafik oben. Schön zu sehen, dieser kurvige und schlängelige Teil. Hase versucht bislang erfolglos vorbeizugehen am Niederländer. Hier schon die Bergabpassage eben, genau diese S's. Und da sehen wir auch die Streckenbegrenzungen, über die Nico Müller eben gesprochen hat. Schön reintauchen in die Kurven, den Berg hinunter. Das wieder die lange Gerade. 6 Zehntel jetzt der Abstand, aber damit spürt Christopher Hase den Windschatten. Und wir sehen es auch, wie ein Magnet zieht ihn Robin Freins an. Bis zu 30, 35 km/h Geschwindigkeitsunterschied aus dem Windschatten. Aber momentan findet er keinen Weg dran vorbei. Jetzt versucht das auf der Außenbahn. Aber Freins hält ihn hinter sich. Und auch auf Start und Ziel klappt es nicht. Freins holt sich den Sieg. Yes. Damit ist der Niederländer weiter und Christopher Hase hat genauso wie die anderen die Möglichkeit, sich über Q4 zu qualifizieren. Well done. Toll gemacht, well done, Christopher Hase. Christopher Hase. What was the most difficult you found? Was war am schwersten, als du jetzt gegen Robin Freins auf dieser tollen und einzigartigen Strecke gefahren bist? Ja, es war schwer, an ihm vorbeizukommen. Well. Er hat super verteidigt. And that was actually my main issue. Und das war der Hauptpunkt. Den Berg runter hatte er ein bisschen Probleme, aber auf dem Rest der Strecke war alles super für ihn. Du bist von Pole gestartet, hast aber keine Hasen unterwegs getroffen. Nein, nein, keine Hasen und auch keine Kängurus. Alles gut. Also toll gemacht und dann auch viel Erfolg dir weiterhin. Well done, Christopher Hase. He did not really need slipstreams in this race, but this might change in the next races. And slipstream in our championship has a different name. Let's see why. Das Duell zwischen René Rast und Michael Niemers vom ersten Race Home Event brachte eine neue Wortschöpfung. I was in the complete wind shadow. Now I have no wind shadow. No wind shadow. Yeah. Kind of a toe, I would say. Kind of. Go inside. Go, wind shadow. The wind shadow. Famous wind race shadow. Home wind shadow. Watch out, mate! Watch out! What? I'm your wind shadow! I just had it in mind. Ich war überrascht, wie stark der Windschatten bei unseren Autos wirkt. Ich hatte aber den englischen Begriff slipstream nicht im Kopf und so habe ich Windshadow gesagt. English language memory was not coming to the word slipstream. So I said to the guys, wow, this is a big windshadow. And I think this creates. Es hat für einen kleinen Running Gag gesorgt, denn wenn ihr euch die Rennen anschaut, dann kann man förmlich darauf zählen, dass irgendeiner der Fahrer plötzlich von Windshadow spricht. Das ist sehr lustig. How often somebody is saying Windshadow, it's quite funny, yeah. I'm your Windshadow! This is a very important thing in our races. So der Windschatten ist bei unseren Rennen sehr wichtig. Man muss sich richtig platzieren, um dann eine Chance zu haben. Da kann ich mich taktisch bei den nächsten Rennen noch ein bisschen verbessern. You are the one in front. And that's where I have to do a little bit more tactics for the future. And then I think it will be very good. Insgesamt 15 Autos im Grid, fehlen uns also noch 5 für das komplette Feld. Deswegen jetzt Q3 mit dabei. Steve Gerber, der seinen Sitz, das könnt auch ihr machen, ersteigert hat über die Race Home Auktion. Er steht auf der Pole, auch Roland Zumsande mit dabei, Bettina Schuller, Michael Niemers, bei dem haben wir gerade ins Wohnzimmer geschaut, und Mike Rockenfeller, der neben Thomas Vogt, der Serieninitiator ist. Ab geht's. Auch hier wieder 2 Runden. Auch hier kommt wieder der Sieger weiter. 23 Kurven sind zu bezwingen. Das Ganze 2-mal. Rockenfeller dran an Michael Niemers. Das Roland Zumsander auf der 2. Position. Und Stimpy 8. Steve Gerber hat die Nase vorn. 35 Jahre alter Schweizer
aus Thun, arbeitet als Elektro-Projektleiter, ein großer DTM-Fan und sehr interessiert im allgemeinen Motorsport. Und das zeigt er hier auch. Scheint ja nicht ganz auf der Milchsuppe dahergeschwommen zu sein. Die Führung hat er immer noch und das bei den Pros, die wir hier im Feld dabei haben. Bettina Schuller momentan auf der zweiten Position, steht aber unter Druck von Mike Rockenfeller. Da gab es leichtes Gerangel und eine Entschuldigung der Lady nach einer Berührung. Michael Niemers ist jetzt dran, Bettina Schuller zu überholen, hat er auch geschafft. Rocky nach vorn gesprintet auf die zweite Position. Der macht jetzt Jagd auf Stimpy 8, wie der Rennname von Steve Gerber ist. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, registriert euch auf racehome.rcco.ag, steigert mit und möglicherweise sitzt ihr schon bei der nächsten Ausgabe im Audi e-tron Vision Gran Turismo. Möglicherweise mit so einem coolen T-Shirt wie unser Windshadow Man, wie Michael Niemers, der die Floskel hier eingeführt hat. Was eigentlich Slipstream heißt. Ja, das ist alles andere als eine gute Linie, Mike Rockenfeller. Neben der Strecke und damit auf die vierte Position zurückgefallen. Steve Gerber hält sich wacker da vorne in dem von Nico Müller designten Auto. Also die Schweizer im Schweizer Auto, wenn man so will. Bettina Schuller auf der 2 unter Druck von Michael Niemers, der da auf seine Chance wartet, nichts Unüberlegtes tun will. Auf der Mountain Straight. Nach oben, die 174 Meter. Schuller 2 Sekunden weg von unserem Gastfahrer, der wirklich einen fantastischen Job hier macht. Bettina Schuller solide auf der zweiten Position, aber in großen Schritten kommt Mike Rockenfeller von hinten wieder an. Momentan noch auf der vierten Position, aber er legt sich Michael Niemers zurecht, rückt sich daneben. Die beiden gleich auf und Rocky hat die Nase vorn. Niemers damit nur noch auf der vierten Position. Der wird Bettina Schuller so schnell nicht mehr gefährlich. Und Rockenfeller tritt weiter die Flucht nach vorne an. 3,6 Sekunden auf den Führenden. Bisschen über eine auf Bettina auf der zweiten Position. Stimpy 8. Oder Steve Gerber ganz unbeeindruckt von dem ganzen Tumult hinter ihm auf der Führungsposition nach wie vor. Schon weit weg auf der Conrad Straight. Jetzt kommt der Windschatten-Effekt erstmal für Mike Rockenfeller. Knapp unter einer Sekunde, da sollte er was spüren. Konzentriert wie Bettina Schuller hier ihren e-tron Vision Gran Turismo bewegt. Mit 1,8 Sekunden Rückstand auf Stimpy 8, auf Steve Gerber, der jetzt in der letzten Kurve ist. Bettina Schuller auch durch, Mike Rockenfeller. Aber unser Auktionator Stimpy 8, Steve Gerber, holt sich den Sieg im dritten Qualifying und sichert sich damit den direkten Einzug ins Halbfinale. Gratulation! Well done, Steve Top. Gerber. Steve Gerber als Gastfahrer. You joined, very polite, du warst hier and then you win your first race. How does that sehr feel? Freundlich yeah, und hast dann dein erstes Rennen well. Gewonnen. Ich war sehr nervös, sagt er. Es war großartig. Die Linie war ganz gut über den Berg. Und das ist großartig. But you are pretty handy behind the aber du machst well das richtig gut hinter dem Lenkrad. Super gemacht. Our guest driver really keep impressing us in the Race Home Charity Racing Series. Well done, Steve. And next time we will see a quite famous person, a YouTube star from Brazil. Hallo und willkommen bei mir zu Hause. Ich bin startklar für Hashtag Race Home. Mein Name ist Cassio Cortez. Ich bin einer der Moderatoren von Acelerados, dem größten YouTube-Kanal zum Thema Auto in Brasilien. Einer meiner Co-Moderatoren ist Rubens Barrichello. Ich bin ganz sicher nicht der schnellste Fahrer unter uns Moderatoren, aber ich fahre schon lange Rennen. Mit dem Sim-Racing beschäftige ich mich erst seit Covid-19.
Das ist mein Setup und es geht mir in erster Linie um Spaß. Es ist eine Ehre für mich, gegen die Audi-Sportfahrer wie René Rast anzutreten. Er ist nicht nur einer der besten DTM-Fahrer, sondern einer der besten Rennfahrer der Welt. Ich hoffe, ich kann WRT und Brasilien würdig vertreten. Aber natürlich machen wir das vor allem für einen guten Zweck. Und ich hoffe, wir sorgen für gute Unterhaltung. Good luck, everyone. Have fun. Thank you. 12 Autos. Have a good race, guys. Thank you. Runden, das Ganze heißt. Go, Betty. Last chance qualifying. Don't worry, Jamie. Huh? Yeah, I'm at the back. Großen Grid, Jamie Welcome. Green, der letzte okay, im Grid, der letzte von 12 Autos. Dafür die Lady ganz vorne. Vor Christopher Haase, als es losgeht. 5 Runden jetzt die Distanz. Das wird ein epischer Kampf auf dem Mount Panorama Circuit. Das kann ich Ihnen versprechen. Erstmal vorneweg ist der Rasehase Thomas Vogt. Aus dem Windschatten. Requesting it does not work for me, why? I don't know why. What? No wind shadow? Even in the other races. It's because you're wearing the t-shirt. Wind shadow. I think so. Ja, Michael Niemers Windschatten funktioniert nicht so richtig. Das ist der Wind Shadow Man. Für ihn funktioniert es nicht so, sagt er. Aber schauen wir mal. Läuft Duval auf der zweiten Position. Aber steht unter Druck von Mike Rockenfeller. Der ist 4 Zehntel hinter ihm. Tendenz stark abnehmend. Da beißt er sich schon mal auf die Lippen, der Franzose. Sieht ja auch, wer da hinten in großen Schritten angerauscht kommt. Sorry. Bettina Schuller und Björn Skotke, die sich da gerade etwas näher kamen. Aber keine größeren Zwischenfälle, sonst hätte sich Frank Bieler schon gemeldet. Spätestens in der Nachbesprechung kommt er dann zu Wort, der 5-fache Le Mans-Sieger und Überwacher von jeder Action und von allen Details auf der Strecke. Loic Duval noch auf der 2. Aber Mike Rockenfeller schickt sich an, drückt sich schon mal daneben. In Richtung Murray's Corner. Und da ist er auf der besseren inneren Linie. Setzt sich vorerst mal durch. Aber anders als von Q1 bis Q3 werden hier im Last Chance Qualifying 4 einige Runden mehr gefahren. Nämlich 5 statt nur 2. Der Kampf geht weiter zwischen Duval und Rockenfeller, wo sich der Franzose mal kurz wieder durchgesetzt hatte. Kommt jetzt der Deutsche unter Schweizer Flagge wieder angeflogen und ist der neue Zweite. Unbehelligt der Action hinter sich. Hoppelt einer ganz gemütlich dem Feld vorne her. Es ist Christopher Haase. René Rast auf der 4. Position. Der 2-fache DTM-Champion. Amtierender und Champion von 2017 hier in seinem e-tron Vision Gran Turismo. Macht Jagd auf Loic Duval, hat aber ein bisschen stumpfe Waffen, weil er hat zwar sein Lenkrad mittlerweile bekommen, aber spielt mit dem Controller. Da hilft es natürlich, wenn die anderen Fehler machen, wie Loic Duval eben, und das Ding in die Mauer stecken. Zumindest leicht einplanken. René Rast nutzt seine Chance und setzt sich durch auf die 3. Position. Und das würde reichen, um ins Halbfinale zu kommen. Weil hier in Q4 kommen die ersten 3 weiter. Unterwegs mit Michael Niemers, dem 16,2 Sekunden auf die Spitze fehlen. René Rast hingegen nur 9. Duval dreht sich erneut raus nach leichter Berührung. Darüber freut sich Björn Skotke, der die 4. Position erbt. Auch Bettina Schuller ist nach vorne gekommen, genauso wie Michael Niemers. Thomas Vogt, Duval finden wir erst wieder auf der 8. Position.
zu Hause bei Scotty. Und Mike Rockenfeller kommt, höre ich da gerade. Wir gucken auf die hinteren Plätze. Bettina Schuller, die Druck macht auf Scotty und Mike Rockenfeller, der auf der zweiten Position unterwegs ist. Scotty ist dran an René Rast, dem DTM-Doppelchampion. Natürlich ist es wichtig, entweder Platz 3 oder raus. Und da würde sich Björn Skrotke natürlich gern qualifizieren für das Halbfinale. Wenn es dann nämlich die Punkte gibt. 4 Stück für den Sieg im Superfinale. 6 für den zweiten Platz. 4, 3, 2, 1. Das ist die Punkteverteilung. Für quasi jeden, der im Halbfinale dabei ist. Rasehase da vorne ganz entspannt. Schon zum Scherzen aufgelegt. 8,5 Sekunden sein Vorsprung auf Mike Rockenfeller. 14,3 auf René Rast. Hier erneut auf der Conrad Straight unterwegs ist. Dritte von 5 Runden. Bettina Schuller versucht vorbeizugehen an Björn Skotke. Momentan zumindest klappt es noch nicht. Aber sie wartet einfach auf ihre Chance, die Lady. Hier ist sie. Schon mal daneben setzen und drückt sich vorbei in Murray's Corner. Damit der neue Viertplatzierte. Die Lady hat einen Step gemacht. 2 Runden noch zu gehen. Bettina Schuller kann sich leicht absetzen von Scotty. Das ist René Rast, der ist 3 Sekunden nach vorne weg. Aber über 5 Sekunden auch vom Zweitplatzierten. Während Rasehase weiterhin in Führung ist, die Streckenbreite da oben ausnutzt, die Aussicht genießt vom Mount Panorama. Seine 9 Sekunden, fast 10, jetzt über 10, da kann er sich ganz gemütlich zurücklehnen in seinem Driver's Seat und den Mount Panorama genießen, den er ja schon sehr oft im richtigen Rennauto überquert hat. Michael Niemers, den finden wir aktuell auf der 6. Position, während wir auf die Aufholjagd von Mike Rockenfeller auf Platz 2 schauen. Hier ist er. Der Champion von 2013, umgeschnitten auf Björn Skotke. Dem 6,3 Sekunden auf Bettina Schuller fehlen. Michael Niemers. Auf Platz 6. Den finden wir auf der 9. Tabellenposition. Einmal 3, einmal 1 Punkt geholt. Bei der ersten Ausgabe von Race Home. Zuletzt dann nicht im Halbfinale gewesen. Wir sind in der letzten Runde zum letzten Mal den Berg hinauf für diese Gruppe. Bettina Schullers Rückstand 20 Sekunden auf Christopher Hase an der Spitze. Sie durch The Cutting unterwegs ist. Griffin's Mount. Und langsam rankommt an René Rast. Abstand unter einer Sekunde. 0,7. Und sie würde mit der 3. Position direkt die Eintrittskarte ins Halbfinale lösen. Für Scotty wird es ein bisschen schwerer. Seinerseits 10 Sekunden zurück auf die viertplatzierte Bettina Schuller. Und dann noch Michael Niemers im Rücken.
Das ist natürlich schwer, nach vorn zu schauen. Niemals ist schnell, aber nicht ganz so schnell wie der Hase, der als Erster über die Linie hoppelt, sich riesig freut über seinen Erfolg auf der zweiten Position. Thank you, cool, good stuff. Sehen wir Mike Rockenfeller die Linie überqueren und auch René Rast kommt weiter ins Halbfinale. Sehr aufgepasst, damn it. Für Bettina Schuller reicht's gerade so leider nicht. Well done, Rase Hase. Ja, super gemacht, Rase Hase, sagt Tom Christensen. Toller Sieg. Ja, du hast einfach dich aus den ganzen Windschatten rausgefahren und hast das Rennen toll kontrolliert da vorne an der Spitze. Was ist denn dein Geheimnis auf dieser einzigartigen Strecke? Was ist der Schlüssel? Ja, zuerst mal hatte ich Glück. Nach dem Start, da gab es jede Menge Kämpfe hinter mir und da konnte ich mich nach vorne gleich mal ein bisschen absetzen. Aber ich glaube, jetzt fühle ich mich ganz stark in der Skyline und runter zu fahren. Und da kannst du natürlich super Zeit machen, aber das kann auch ganz schnell schieflaufen. Ja, wie fühlt es sich denn in der Realität an? Du bist ja schon einige Male gefahren und jetzt fährst du im Matron Vision GT den Simulator. Wo sind da die Unterschiede? Also, die Strecke ist fast genauso, ist super, genauso wie in Realität. Und mit dem Vision Gran Turismo ist es in einigen Kurven ganz genauso wie im Audi R8 LMS. Und die Kombination, die lässt es mich ganz komfortabel anfühlen. Also es macht in jedem Fall sehr viel Spaß. Ja, Rockenfeller und Rast auf den anderen beiden Stufen des Podiums. Also bist einer der Favoriten. Christopher Hase, of course, racing the black WRT guest car with a design created especially for the series by WRT. Designs are playing an important role in our championship because with a cool design you can win a place on the grid every week of this championship. Gran Turismo-Fahrer auf der ganzen Welt schaffen jede Woche fantastische Designs für Hashtag RaceHome. Für das heutige Rennen hat Nico Müller das Aktionsauto mit Hilfe von Berserk Design gestaltet. The process is basically the same like a real car. When you have the right idea, just some first scribbles on the paper and then putting the stuff in Photoshop for the texture of the 3D model together about one day. Woher kommt der Name Berserk Design? And then my wife said, just use your gaming tag and put design behind it. And yeah, that's basically how from the real Berserker, it went to Berserk Design. The best livery I did was actually for Mercedes-Benz about 4 years ago when they introduced their new GT3 car, the AMG GT3. They did livery for 24 Hours of Spa, which was basically sponsored, the main sponsorship by Linkin Park to promote their new studio album. And for that process, I got in contact with Linkin Park, with the guys directly, speaking with Chester Bennington when he still lived. Was quite a great experience, especially because I like rock music quite a lot. So that was for me the most emotional and most special thing. Das Design für Gran Turismo umzusetzen ist die Aufgabe von Dennis Graf. Der Livery Editor, der hat mich eigentlich von Anfang an begeistert gehabt. Und bis ich mal Kontakt gekriegt habe zu einem Fotografen von einem Motorsportteam, durch ihn bin ich dann an Fabian gekommen und dann hat es mich eigentlich komplett geritten, so dass ich dann eigentlich mehr lackiert habe, beziehungsweise Liveries erstellt habe, hauptsächlich Replikas, als ich überhaupt gefahren bin. Die Umsetzung für die PlayStation ist keine einfache Aufgabe. Vor allem jetzt hier bei so einem Muster wie von der Bettina Schuller. Da muss ich immer experimentieren. So schnell kann es gehen. Wir sind im Halbfinale. 6 Autos, 2 Runden. Mit dabei Freins, Steve Gerber,
Müller, Christopher Hase, Rockenfeller und Rast. Is that right? Yeah, sure it is. I'm not so sure, but anyway. Geht's noch um die Startreihenfolge, um die Startposition? Wir setzen bei Robin Freins im Auto. Ab geht's, er startet von Platz 2 und muss zusehen, wie sich Steve Gerber da vorne einfach mal einsortiert auf der Führungsposition. Aber Freins wäre kein Formel E und DTM-Ass, wenn er nicht mit Druck und kniffligen Situationen umgehen könnte. Die kennt er aus der Formel E ja wirklich zur Genüge und setzt sich entsprechend durch. Nachdem er sich da schön schadfrei gehalten hat. Rasehase auf der 2. Steve Gerber zurückgefallen, schon auf die 4. Position. Auch Nico Müller mittlerweile durchgegangen auf die 3. Position. Aber hier gilt es zu siegen oder Zweiter zu werden. Nur dann löst man die Eintrittskarte für das Superfinal, wo sich zwei Jungs nochmal eine Runde lang battlen auf dem Mount Panorama Circuit. Hase, der Müller im Schlepptau hat, durch die Esses in Berg hinunter. Der ist dran am Führenden, an Robin Freins. That's gonna be nice, man. Oh. Nico Müller freut sich schon auf den Windschatten. Windshadow. Come on, Hase. Auf der Condon Straight. Und Hase geht durch. Auch Nico Müller drückt sich vorbei an Robin Freins. I got a hit. What? I got a hit. From whom? From you. Bah. Oh, yeah, seriously. Hase da ein bisschen am Straucheln. Nutzt Müller, um auf der Außenbahn Racing sich durchzudrücken. Oh. Aber die beiden jetzt gleich auf und im Hintergrund Freins noch etwas weiter raus. I got a big hit from Nico, ey. Come on! Hase jetzt die Nase vorn. Müller auf 2. Und der sagt zu Robin Freins, jetzt wenn wir mal nicht rum. There was no hint at all. Aber das war ein Softwareproblem. Even though it's a hard life. Tom Christensen noch einklickt. Hase! Ja! On your inside! Ja, ciao, ciao, Kakao! Weiß zwar nicht, ob. I'm not sure if it's smart to be in the front going into the last lap. Not at all. Nico Müller bezweifelt gerade, dass es sinnvoll ist, in Führung in der letzten Runde zu sein, nämlich dann, wenn es auf die Conrad Straight geht. Und das bestätigt Christopher Hase und sagt ja überhaupt nicht. Also sind wir jetzt mal gespannt, wie es hier weitergeht. Frank Bieler schaut sich das Ganze mal später an, als Renndirektor sagt Tom. Hase! Quite calm, not speaking a lot. We hear Müller, we hear Rast, we hear Hase. Anyone more wants to join the action? Robin Freins. Also die Jungs sind sehr leise, sagt Tom Christensen. Geschuldet der hohen Konzentration. Das wird ganz schön eng da vorne, hören wir gerade von den Jungs. Mistake. Skyline. Fehler von Hase. Your favorite section, my friend. Skyline. Too much pressure. Sektion. I lost too much downforce. Auf der Bergspitze, da hat er zu viel Downforce verloren. Oh, Müller hat die Nase vorn, kommt dann in die Strecke. In the chase, in dieser Schikane. Aber Hase lässt ihm den Vortritt. Und jetzt versucht er es nochmal. Rockenfeller zu. Hey, this is your mistake, not mine. Und die beiden jetzt gleich auf. Fehler. Und Christopher Hase setzt sich auf den letzten Metern durch. Damit Hase und Müller weiter. But the last corner was yours, huh? Yeah, it was. Yeah. But the two hits before, I don't know where they came from. Two, come on, was one. But the one on the skyline as well. Ah, but your brakes, man. Eh? You were early. Ah, yeah. Okay. I'm sorry. No, was fun. Was fun. Cool. Very, very aggressive driver, this Nico. Robin, what the hell? Robin. Well done, toll gemacht, Racing Hase. Christopher Hase, well Racing done, Hase. Winning at the very last schöner corner. Sieg hier you in der allerletzten Kurve. You, seems over the skyline, there was a little bit of contact. Skyline gab es so ein bisschen Kontakt. I think if I didn't interrupt you now, you were still kind of
talking about it or arguing about it. Ihr habt doch gerade noch drüber gesprochen. Aber in jedem Fall ein verdienter Sieg, das kann man sagen. Yeah, well, I think this was just a hard race. Das war einfach ein hartes Rennen. Two laps. Down the skyline, I was a bit late on brakes. Oben war ich ein bisschen spät auf der Bremse, hat Nico leicht berührt, aber es ist nichts weiter passiert, war mein Fehler. Second little touch, but I kept him going. And finally, kleiner Touch. He made his own, mistake und in the am last Ende corner, hat er in der letzten so Kurve seinen eigenen Fehler gemacht und das war meine einzige Chance, das Rennen zu gewinnen. I'm happy about this. Da bin ich sehr glücklich drüber. It was a great race, so thanks Nico for this Danke Nico für die So Christopher, as you are the pole sitter now for the super final, this means you have the honor to explain our viewers the track of Bathurst. Hier sind wir. Boxenausgang. So yeah, we are here in the pit exit. Kommen zur zweiten Kurve. Bis nach oben ist es eine gerade Linie, in Wirklichkeit sehr wellig. Sehr wichtig, die Bremsen hier früh zu lösen, innen zu bleiben, den kleinen Camper für die Drehung zu nutzen. Hier zu cutten, das Auto so weit wie möglich links halten, für den Grip, hier in den Berg hoch, leichter Lift, wie in der Wirklichkeit, nah an die Wand ran, das ist alles Highspeed, was viel Downforce, hier kommt jetzt Skyline, also leicht auf die Bremse, runter, leicht bremsen, kein Gas dazwischen. Little breaks, release, also break again. Important zwischen no gas den between. Mauern entlang, früh auf die Bremse, innen bleiben. Sending the car through the walls. Dann hast du auch wirklich maximale Geschwindigkeit hier auf der Conrad Straight. Und hier wird das Rennen entschieden, auf dieser Geraden. And here, this is actually hier gibt es jede Menge Windschatten und ganz viele Überholmanöver. Harte Bremse dann hier. Das ist ein Scheitelpunkt. Geschwindigkeit mitnehmen, dann geht es nochmal leicht hoch. Das sieht man vor allem im Trackwalk. Letzte Kurve, sehr schwer auf der Bremse. Im Simulator und auch in Wirklichkeit. Aber eine tolle Runde hier in Bathurst. Danke, Christoph. Tolle Strecke hier in Australien. Und jetzt schauen wir mal, wer sich den Sieg im Superfinal holen kann. Thank you, Christopher. Nico Möller a very, very oder cool Christopher Hase. Australia. And now, let's see who can make the victory in the Superfinal. Nico Möller or Christopher Hase. All right. Pressure is on, my friend. Hier stehen die It beiden. Die Spannung und der Druck steigt für Nico Möller und Christopher Hase. Eine Runde gilt es jetzt zu bezwingen. Und ab geht's schon. Wer entscheidet den Sieg für sich? Der Audi VIP-Pilot Christopher Hase im WRT Kunden Audi oder Nico Müller, der Schweizer DTM und Formel E-Fahrer. Bergaufstück, die beiden gleich auf. Das Rennen wird sich auf den letzten Metern entscheiden, vorausgesetzt keiner macht einen kapitalen Fehler, aber die beiden kennen sich viel zu gut aus, als dass sie hier über die eigenen Füße stolpern würden. Versucht es kurz auf der Innenseite. Das Mount klappt aber nicht. Beweg dich, Hase, sagt er. Schraubt da kurz an der Mauer busy, entlang. His home playground here. Toller Spielplatz. No, no. Leicht neben der Strecke Christopher Hase aus der Perspektive von Nico Müller. Junger Hase, Schweizer Fuchs. Ja, der Hase und der Schweizer Fuchs. Schweizer Fuchs. That? Ist Nico Müller gemeint. Maybe on the straight line. Good. Und da hat so means young Ribbit Nico and Müller young einen kleinen Fox. Fehler auf der Bremse und Christopher Hase ist zum Scherzen aufgelegt mit Tom Christensen da vorne in Führung. Nico Müller, come on, you are the man. Nico, auf geht's. Ja, mach dir keine Sorgen. Express-Lieferung und da versucht er Oh, shit. Geht innen rein und Hase jetzt mit Fehler.
Kommt zurück auf die Strecke, aber ist hinter dem Schweizer. Okay. Und durch die letzte Kurve, diesmal kein Fehler von Nico Müller. Und wie das letzte Rennen, sorry, mate, holt er sich auch hier die maximalen Punkte und setzt sich damit in der Tabelle. Gratulation. Okay, congrats, nice job. Thank you, was fun. I was a bit late on the break, sir. The momentum was with you. Yeah, it's true. But cool, it's fun. Ja, gratulation, Nico Müller. It seems the pressure got a little bit to Christopher Hase. Der Druck ist jetzt auf Christopher Hase jetzt übergegangen. Und da war ein bisschen zu spät auf der Bremse. Aber yeah, he was really on it over the er war auf jeden Fall voll bei der Musik über den Berg, sagt Nico Müller. Und das ist ja auch seine Lieblingsstelle auf der Strecke. Hatte dann einen kleinen Fehler. Ich hatte einen kleinen Fehler, bevor es auf die Gerade ging. Und am Ende war ich glücklicherweise noch nah genug dran, den ganzen Windschatten mitzunehmen. Habe ihn unter Druck gesetzt. Und dann habe ich ihn dazu gebracht, dass er ein bisschen zu spät auf der Bremse war. Bis dahin war es ein toller Kampf. Schön, dass er dabei ist. Er war bei der Musik. Uns hat Spaß gemacht zuzuschauen. Also, lasst euch gut gehen und flieg schön. Yeah, this would be definitely be a very, very long flight from Australia to Europe. Especially as Nico has to be quick, because the next race is already coming up earlier than normal. We are racing on the famous Nürburgring Nordschleife next Sunday at noon in Central European summertime. Nico Müller, of course, then the leader of the championship in the driver's classification, while in the team's championship, Audi Sport Team Up Sportsline has extended its lead. So, the famous Nürburgring Nordschleife coming up next Sunday. Stay tuned and watch us on our social media channels.